Energieratgeber haben wir nicht nur ganz viele tolle Ratschläge für Sie parat, sondern auch viele tolle Produkte, die absolut Sinn machen. Warum sie Sinn machen, das werden wir hier in dieser Sendung ausführlich nochmal mit Ihnen gemeinsam diskutieren. Und es geht da um ein Thema, das uns alle betrifft. Denn wir alle, wir haben Stromkosten zu bezahlen. Wir alle verbrauchen Strom. Und im Durchschnitt liegt der Strompreis im Jahr 2024 immer noch bei 41 Cent pro Kilowattstunde. Und das ist nicht wenig. Und das macht sich bemerkbar, es sei denn, Sie haben Solarenergie zur Verfügung. Und wie Sie als kleiner Haushalt ohne große Solarparks auch für sich selber Solarenergie nutzen können, das zeigen wir Ihnen in dieser Sendung. Als erstes mit einer Fensterbank-Solaranlage. Ja, nicht jeder hat das Glück, ein Einfamilienhaus zu besitzen mit einer ordentlich großen Dachfläche. Man sieht es immer wieder, auch bei mir in direkter Nachbarschaft. Also jedes zweite Haus ist mittlerweile mit Photovoltaiksystemen auf dem Dach ausgestattet. Jetzt wohne ich nur leider in der zweiten Etage eines Mehrparteienhauses und das auch noch zur Miete. Das heißt, ich habe kein großes Dach zur Verfügung, was ich mal eben ordentlich mit Solarpanels bepflastern kann. Vielleicht geht es Ihnen ähnlich. Mitunter ist noch nicht mal unbedingt ein Balkon mit Südseite, Südosten, Südwesten oder was ausgerichtet vorhanden, sodass man sich da wirklich überlegen muss, wie schaffe ich es denn eigentlich bei mir zu Hause, das Thema Solaranlage zu verwirklichen. Nun, eins werden Sie definitiv zu Hause haben, auch wenn vielleicht kein Balkon mit vernünftiger Sonnenausrichtung da ist und auch kein großes Dach. Aber sowas hier. Ein Fenster und eine passende Fensterbank werden Sie haben und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch in Richtung Süden, Südosten, Südwesten ausgerichtet. Wenn das bei Ihnen der Fall ist, dann kommen Sie mit so einem System sicherlich schon mal einen großen Schritt weiter, denn das berühmte Kleinvieh macht bekanntermaßen auch Mist. Wir zeigen Ihnen eine Komplettanlage, ein komplettes Fensterbank-Solarsystem. Bitte, das ist kein eingetragener Begriff, das ist quasi eine Wortkreation von unserer Seite. Aber wir haben uns überlegt, wo kann man denn bitte noch ordentlich Geld sparen, indem mal Photovoltaik integriert. Und da sind wir logischerweise, weil das wirklich in jedem Haushalt vorhanden ist, auf diese Lösung gekommen. Sie bekommen von uns ein 60 Watt Solarpanel, das ist gut 70, 75 Zentimeter in der Länge und gut 40 Zentimeter auf der kurzen Seite groß. Der Sonne ist es übrigens vollkommen egal, ob Sie das längs oder hochkant hinhängen. Ist völlig egal, es geht um die Fläche der entsprechenden Panels. Und dann wird von diesem Solarpanel die Energie aufgenommen und quasi über ein Kabel an das Herzstück Ihres kleinen Photovoltaiksystems weitergegeben. Und das ist hier quasi hinter der Fensterscheibe zu finden. Und das ist dieser kleine Stromspeicher. Ich sage bewusst kleiner Stromspeicher, denn das ist eine ganz schön handliche, kleine, kompakte Angelegenheit. Schauen Sie mal hier. Können Sie mit einer Hand hochheben. Und dieses kleine Kerlchen ist in der Lage, Sie mit bis zu 180, 120 Watt in der Gesamtheit mit Strom zu versorgen. Und das eben nicht nur für die klassischen USB-Geräte. Wir alle haben USB-Geräte. In der Regel sind das Handys, das sind Smartwatches und so weiter. Wir haben da gleich noch ein paar andere. Kopfhörer sind dabei, Bluetooth-Boxen und so weiter. Und das sind alles Dinge, die mit Energie versorgt werden müssen. Den Akku müssen Sie einmal, vielleicht sogar mehrmals am Tag aufladen. Und warum tun Sie das noch an der Steckdose, wenn der Strom doch mit fast 41 Cent im Durchschnitt immer noch unverschämt teuer ist? Machen Sie das doch ganz einfach an diesem Gerät. Denn der Strom, der hier aus diesem Gerät rauskommt, der ist für Sie grundsätzlich kostenlos. Denn die Sonne bzw. das Tageslicht ist als Energielieferant schlicht und ergreifend kostenlos. Und das wird wahrscheinlich auf ewige Zeiten auch so bleiben. Die Steckdose übrigens ist prädestiniert, um damit auch mal einen Laptop zum Beispiel aufzuladen. Das muss nicht nur unbedingt im Büro passieren oder dort, wo Sie das Gerät hingestellt haben, wo das Solarpanel zu finden ist. Sie können sich ja mit diesem Stromspeicher in Ihrer Wohnung, in Ihrem Haus, auf Ihrem Grundstück völlig frei bewegen. Und somit können Sie da mit Sicherheit auch mal, wenn Sie mal draußen auf Balkon oder Terrasse sitzen, vielleicht nicht im Dezember, aber irgendwann im Juni, Juli, August des nächsten Jahres, mal Ihren Laptop wieder mit Energie versorgen. Wenn ich bei mir am Sofa sitze beispielsweise und mit dem Laptop so ein bisschen rumdaddel, parallel zum Fernseh schauen, mir ganz gerne mal, müsste ich theoretisch gesehen ein fast 3 Meter langes Kabel einmal quer durch den ganzen Raum legen oder hinter mich hinter das Sofa verfrachten, damit ich den Laptop wieder mit Strom versorgen kann. Ist A, unbequem und B, kostet mich das ganz ordentlich Geld. Jetzt gehen Sie ganz einfach hin, stellen das gute Stück auf den Tisch oder ganz einfach neben sich und versorgen Ihren Laptop an dieser Stelle ganz einfach mal mit Strom. Bis zu 100 Watt können Sie der Steckdose entnehmen und das reicht in der Regel für die meisten Laptops, die heutzutage auf dem Markt sind, vollkommen aus. Schön natürlich auch die Tatsache, dass Sie immer sehen, wie viel Strom habe ich denn eigentlich noch auf dem entsprechenden Stromspeicher. Frei nach dem Balkenprinzip sehen Sie jederzeit, inwieweit der Akku hier für Sie
geladen ist. Rechnen Sie es mal hoch, wie oft Sie Ihr Smartphone aufladen, wie oft Ihr E-Book-Reader am Strom hängt, wie oft Sie Ihre Smartwatch aufladen. Lichterketten und dergleichen mit USB-Betrieb lassen Sie übrigens auch hervorragend damit verbinden. Und bitte, Sie können grundsätzlich alle diese Steckelemente gleichzeitig benutzen. Sie müssen sich also nicht auf einen USB-Steckplatz oder die Steckdose beschränken. Sie können alle gleichzeitig nutzen, bis zu 120 Watt gesamt, bis zu 100 Watt auf der Steckdose und das im Kleinen und Kompakten. Sollten Sie mal Licht brauchen, ist auch das noch mit dabei, eine kleine LED-Beleuchtung ist auch noch mit drin. Also auch dafür ist gesorgt. Alles in allem finde ich ein sehr, sehr schöner Einstieg in die große, weite Welt der Photovoltaik. Ja, vielleicht auch mal für einen Studenten mit 800 Euro kalt, irgendwo für 12 Quadratmeter München Innenstadt oder sowas. Oh, die freuen sich über jeden Euro, den sie sparen können. Da ist so eine Anlage natürlich auch mal eine ganz praktische Angelegenheit. Selbst in Göttingen. Ich musste da auch gerade an meine Studentenzeit mich zurück entsinnen und eine Kommilitonin, die immer grundsätzlich ihre mobilen Geräte versucht hat, am Campus aufzuladen, weil sie damals schon, vor einigen Jahren, 12 Jahre ist es mittlerweile her, dass ich angefangen habe zu studieren, da hat sie auch gesagt, ich möchte Stromkosten sparen. Ja. Und damals waren die Preise ja längst nicht so hoch wie jetzt. Ist wirklich so. Die Bestellnummer ist die MW 1035 und die 569. Der Preis ist ja auch wirklich sehr erschwinglich mit nur 99,99 Euro. Super Preis. Und über diese Kabel, die wir ideal auch durchs Fenster durchführen können, haben wir schon gesprochen. Die sehen Sie hier auch gerade. Die können Sie auch am besten direkt mitbestellen, weil das ist natürlich gerade im Winter eine super Sache, wenn Sie das Fenster auch gut verschließen können, da kein Spalt entsteht und dementsprechend sind die perfekt für diese Solaranlage geeignet. Sie sehen, das ist das ganz normale Steckprinzip mit den normalen Steckern, wie Sie sie auch von der Solaranlage kennen. Also ganz einfach zwischenstecken und dann haben Sie hier die Fensterdurchführung ideal auch genutzt. Der Preis ist auch super. Nehmen Sie ganz einfach mit der Artikelnummer MW 1301 und der 569. Und Sie merken schon, wir sind hier im Ratgeber. Natürlich haben wir hier immer einen Schritt weiter gedacht. Und falls Sie sich gefragt haben, wie bringe ich denn jetzt das Solarpanel am besten an, haben wir natürlich auch für Sie die passenden Halterungen mitgebracht. Klein und unscheinbar, aber trotzdem unglaublich effektiv. Das sind unsere Halterungen hier, speziell für unsere Solarpanel. Die passen nämlich nicht nur auf uns, auf dieses Solarpanel mit 60 Watt. Auch für die großen Panels können Sie die jederzeit benutzen, weil die Rahmenkonstruktion unserer Solarpanel immer vorgebohrt ist. Das Schöne ist, es ist eine Aluminiumkonstruktion, das heißt witterungsbeständig, verwindungssteif, korrosionsbeständig. Das heißt, es rostet einfach nicht und hält Windgeschwindigkeiten von deutlich über 100 Stundenkilometer aus. Denn ich darf mal anmerken, dass so ein Solarpanel natürlich, dass so ein Solarpanel im Allgemeinen eher windanfällig ist. Deswegen bitte sorgen Sie dafür, dass Sie das nicht irgendwie nach 3 Tagen oder sowas aus dem Vorgarten wieder einsammeln müssen. In Ihrem eigenen Interesse. Machen Sie es einmal vernünftig fest und dann haben Sie viele, viele Jahre Ruhe damit und können eine ganze Menge Strom einsammeln, den Sie eben nicht teuer bezahlen müssen. Das ist ein ganz tolles System. Wird gerne gewählt. Ja, vor allem, weil es ein System ist und ich mir nicht irgendwie selber was ausdenken muss. Deswegen nehmen Sie das auch noch mit der Artikelnummer MW 1230 und der 569. Eine weitere sehr beliebte Art und Weise, Solarenergie zu nutzen, haben wir Ihnen auch noch mitgebracht. Und zwar geht es hier um unsere, ja, ich würde schon sagen, legendäre On-Grid Power Station. Power Stations, so große Kraftpakete, Energiepakete, haben treue Pearl-Zuschauer schon kennengelernt. Aber dieses Modell hier hebt sich von diesen Power Stations, wie wir sie vorher erlebt haben, ab. Und es kommt praktischerweise auch direkt im Vorteilspaket zu Ihnen nach Hause mit einem Solarpanel. Jetzt haben Sie es wahrscheinlich verfolgt, hat mit uns, Gott sei Dank bin ich versucht zu sagen, überhaupt nichts zu tun, aber Sie haben diesen Notstand in Lateinamerika mitbekommen, ja, Kuba. Da habe ich hier einen ganz interessanten Artikel von der Zeit oder aus der Zeit online. Kubas Präsident spricht nach Stromausfall von Energienotstand. Der Ausfall des größten Kraftwerks Kubas hat einen landesweiten Stromausfall ausgelöst. Die Behörden versuchen weiterhin die Versorgung wiederherzustellen. Das hat natürlich nichts mit uns zu tun, aber es zeigt uns doch relativ deutlich, wie abhängig wir Menschen im Allgemeinen, egal ob auf Kuba, egal ob in Deutschland oder irgendwo anders auf der Welt, wie abhängig wir Menschen de facto wirklich von einer vernünftigen und stabilen Stromversorgung sein können. Ich weiß nicht, ob Sie das ein Stück weit verfolgt haben. Da ging es ja nicht nur um ein paar Stunden Stromausfall, da ging es um mehrere Tage. Und das schon in einem Land quasi, in einer Region, die ja sowieso schon auch von Stürmen gebeutelt war. Da war wirklich, wie sagt man so schön, Matthäus am Letzten. Ja, da gab es keine Bezahlsysteme mehr in den Supermärkten. Da haben die Leute keine Möglichkeit mehr gehabt, Bargeld von einem Automaten abzuheben. Strom und der Energieversorgung war sowieso per se durch. In den Lebensmittelgeschäften sind die Lebensmittel verrottet, weil keine Kühlschränke mehr funktioniert haben. Und wenn man sich unser Netz mal anschaut, dann reden wir mal ganz gerne von einer trügerischen Sicherheit. Ich will nicht sagen, solche Zustände sind auch bei uns möglich.
Aber im Kleinen ist ein Stromausfall natürlich auch für uns mitunter ein riesengroßes Problem. Und deswegen haben wir jetzt hier ein System, was Sie quasi von diesen Sorgen befreien kann. Denn dieses System ist nicht nur ein Garant für Sie, ich darf das mal kurz geben, Rebecca, danke dir, ist nicht nur ein Garant für Sie, dass Sie ordentlich Geld sparen können. Sie haben auch gleichzeitig mit diesem Komplettsystem eine Stromversorgung genau für so einen Fall. Und sagen Sie jetzt nicht, solche Katastrophen gibt es bei uns nicht. Wir haben im Laufe dieses Jahres schon einige Katastrophen mitgemacht. Mhm. Siehe das Hochwasser, Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen, ja, mhm. Frankfurt an der Oder vor wenigen Wochen noch knietief im Wasser. Die Franzosen sind förmlich abgesoffen. Da ist also wirklich einiges passiert. In Paris waren teilweise die Straßen einen halben Meter unter Wasser. Und der Winter hat bei uns jetzt gerade erst angefangen. Und da reicht es ja mitunter auch schon aus, wenn noch nicht mal Hochwasser kommt, allein mal so ein Schneebruch, wenn man so eine blöde Birke unter einer Schneelast zusammenbricht und man in so ein Umspannungswerk fällt, dann ist der Strom von einer Sekunde auf die andere ganz einfach weg. Und Sie schauen dumm aus der Wäsche. Wir sind innerhalb von 2 Sekunden zurück in der Steinzeit. Und da sind Sie froh, wenn Sie sich mal selber versorgen können. Und mit diesem System können Sie genau das tun. Grundsätzlich ist es vom Basispaket her zunächst einmal ein klassisches Balkonsolarsystem. Sie bekommen von uns ein Panel mit bis zu 410 Watt an Stromausbeute in der Spitze. Dazu später noch ein paar Worte mehr, denn das ist wirklich eine Top-Qualität. Mhm. Und Sie bekommen von uns einen Stromspeicher. Und über diese Funktion, über das Solarpanel, den Strom in den Speicher hinein und dann über den ganz normalen Schuko-Stecker direkt in die Steckdose hinein, das ist ein klassisches Balkonsolarsystem. Bitte auch da die Begrifflichkeit nicht zu ernst nehmen. Das Solarpanel können Sie überall platzieren, auf dem Dach einer Garage oder eines Carports oder vielleicht auch direkt an der Fassade, dort, wo Sie eben Platz haben, wo das meiste Licht eben hinfällt. Aber das Schöne ist, mit diesem Teil hier haben Sie nicht nur einen Stromspeicher, der Ihnen auch mal dann zur Verfügung steht, wenn die Sonne längst untergegangen ist. Sie sehen hier an der Front, unterscheidet sich unsere sogenannte On-Grid Power Station deutlich von den klassischen Stromspeichern, die wir normalerweise im Balkonsolarsystembereich anbieten. Denn hier haben Sie zusätzliche Steckdosen. Schauen Sie mal. 1, 2, 3 mal 230 Watt. Dann haben Sie hier eine 12 Volt Steckdose und hier sogar noch insgesamt 4 USB-Anschlüsse, also mehrere Steckplätze, um doch zumindest das Nötigste weiterhin mit Strom zu versorgen. Das ist ein Stromspeicher, Freunde. Das heißt, vom Solarpanel wird der Strom hier drin abgegeben. Und wenn jetzt mal der Fall eintritt, dass bei Ihnen wirklich mal der Strom eben nicht wie gewohnt aus der Steckdose kommt, dann trennen Sie ganz einfach dieses System mit einem Kabel ganz einfach nur oder das Solarpanel von diesem kompletten System, nehmen den Stromspeicher mit rein, denn den hat die Sonne das Tageslicht aufgefüllt und dann haben Sie über die Steckdosen, sowohl im USB-Bereich als auch beim 230-Volt-Bereich in der Schuko-Steckdose, genügend Energie, die Sie mit Sicherheit mal für eine gewisse Zeit lang versorgen kann. 2200 Watt in der Dauerbelastung, über 2 kW an entsprechender Kapazität wird sicherlich ausreichen, um zumindest das Nötigste an der Versorgung mal wieder aufrechtzuerhalten. Licht, Heizung und dergleichen kann man damit hervorragend versorgen. Ja, wir haben jetzt gerade eben eingeblendet gesehen, die Variation mit einem Solarpanel. Jetzt gerade schon eingeblendet sehen Sie die Variante mit 2 Solarpanelen. Mhm. Da ist ja die Empfehlung gerade in Bezug darauf, dass wir auch hier einen Speicher haben, einfach den Platz ausnutzen, den man hat, oder? Richtig, ganz genau. Also wenn Sie den Platz haben, wenn Sie Platz haben für 2 dieser Panel und die kommen auf ungefähr 2 Quadratmeter Gesamtfläche jetzt hier, einen guten Meter 90, Meter 92, Meter 93 in der Länge und einen guten Meter in der Höhe. Sollten Sie den Platz haben, sollte der Ihnen zur Verfügung stehen, was wir natürlich nicht beurteilen können, dann macht es Sinn, diesen Platz auch wirklich auszunutzen. Nicht nur mit einem Panel, sondern im besten Fall mit 2, denn hier sind Sie bei deutlich über 800 Watt in der Komplettausbeute, also im Maximum, die das ganze System erzeugen kann. Damit speisen Sie zum einen den Stromspeicher deutlich schneller wieder mit Energie an, als das mit einem Panel möglich ist. Und natürlich können Sie auch hier mit den gesetzlich zugelassenen 800 Watt direkt in Ihr Stromnetzwerk hineingehen. Das Schöne ist, dass Sie natürlich jetzt hier diese 800 Watt im Maximum, die hier von der ganzen Anlage produziert werden, sofort über Ihre Steckdosen im Haushalt verwenden können. Denn Ihre elektrischen Geräte, Fernseher, Kühlschrank, alles das, was mit Energie versorgt werden muss, um zu funktionieren bei Ihnen im Haushalt, wird immer zuerst auf den Solarstrom zugreifen. Erst wenn da nichts mehr kommt, erst wenn da die Quelle versiegt, wenn es dunkel geworden ist zum Beispiel und auch der Akkuspeicher leer ist, erst dann greift das ganze System, greift jedes einzelne Gerät bei Ihnen im Haushalt wieder auf den Strom vom Versorger zu. Und der liegt immer noch im bundesweiten Durchschnitt bei knapp 41 Cent. Bis das aber der Fall ist, haben Sie jede Menge Strom zur Verfügung. Und selbst wenn die Sonne untergegangen ist, haben Sie den Akku mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit weitestgehend voll.
vollgeladen. Bei zwei Panel kann man eigentlich davon ausgehen, sodass sie dann auch noch in den Abendstunden, gerade jetzt, wo es früher dunkel wird, kurz vor der Winterzeit, immer noch mal mit über 2 Kilowattstunden an Kapazität übrig, um dann eben auch in der Dunkelheit, wo wir erfahrungsgemäß etwas mehr Energie verbrauchen, ganz einfach zuverlässig ihre Geräte auch weiterhin mit Solarstrom zu versorgen. Und erst wenn alles nicht mehr da ist, kein Tageslicht und auch der Akku leer sein sollte, dann geht das Ganze automatisch wieder auf den Strom vom Versorger zu. Ich finde, das sind zwei Komponenten, die wir hier unter einem Dach vereinen, die sind sensationell. Und ich habe gut recherchiert, ich habe lange recherchiert, ich habe noch an keiner einzigen Stelle in Deutschland ein vergleichbares System gesehen. Ja, Stromspeicher wie diese mit Steckdosen haben wir auch für Sie im Programm, das kennen Sie mit Sicherheit. Gerade auch aus den Sommermonaten, gerade im Campingbereich wird sowas gerne gewählt. Aber diese Kombination aus diesem Energiekoffer und zeitgleich Balkonkraftwerk ist für mich persönlich etwas, was ich fast als einzigartig bezeichnen würde. Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, ich habe es nirgendwo anders gesehen. Und es macht wirklich Sinn, mal auf dieses System zu setzen, denn sonst müsste man, um beide Komponenten zu haben, auf zwei verschiedene Systeme setzen. Und die wären um ein Vielfaches kostspieliger als das hier. Ja, und das ist quasi 2 in 1, was Sie hier haben. Und das wirklich auch mit Top-Qualität. Lass uns doch bitte noch mal auf die Solarpaneele zu sprechen kommen. Sehr gerne. Weil das ist ja auch eine ganz besondere Technologie, die wir hier anbieten. Also ich meine, nicht jeder ist ja Solarexperte. Deswegen finde ich das so gut zu wissen, dass ich hier wirklich in Qualität investiere. Das sind sogenannte Industriequalitätspanels. Und daran orientieren wir uns. Wir orientieren uns am oberen Limit. Das heißt, wir kaufen für Sie die Top-Qualität ein. Industriequalität bedeutet, dass hier eine sogenannte Topcon-Technologie verbaut worden ist. Und diese Topcon-Technologie setzt so ein Solarpanel in die glückliche Position, dass eben auch in den Wintermonaten, gerade jetzt, natürlich sagt der ein oder andere Mensch, jetzt haben wir zu wenig Tageslichtstunden, nützt mir das denn überhaupt noch was? Ja, selbst bei sogenanntem diffusen Licht, also bei Lichtbrechung durch Partikel in der Luft, sei es in den Wintermonaten mal Nebel, wie heute Morgen beispielsweise, oder Schnee oder Regen im Allgemeinen, wo also die Sonneneinstrahlung nicht direkt auf das Panel einwirken kann, ist diese Topcon-Technologie immer noch mal ein Maximum an Energieausbeute zu erfahren. Bitte, natürlich werden Sie in den Sommermonaten Juli und August mehr Energie pro Stunde einfahren können als in den Wintermonaten, das ist klar. Aber immer noch 50% der Auslastung einer solchen Anlage ist immer noch besser als nichts. Ja, denn auch 50% ist alles Energie, die Sie nicht extra und teuer bezahlen müssen. Ein Spitzensystem, so gut auch in der Energieausbeute, auch in den Wintermonaten, dass sich auch der TÜV davon überzeugt hat. Und deswegen haben wir vom TÜV Nord auch das entsprechende TÜV-Siegel bekommen. Perfekt. Übrigens sogenannte Fullscreen-Solarpanel-Technik. Die sind plan wie ein Spiegel quasi, sodass sie auch Verschmutzungen bei weitem nicht so leicht anhaften können, wie das früher noch bei den herkömmlichen Panels der Fall war. 2 Stück davon, jeweils knapp 2 Quadratmeter in der Gesamtfläche, garantieren Ihnen eine ordentliche Energieausbeute. Ich kann es seriös betrachtet nicht in Zahlen ausdrücken, weil ich nicht weiß, wo Sie sie platzieren werden oder wie das mit den Witterungsverhältnissen aussehen wird in den nächsten Wochen und Monaten. Was ich Ihnen aber sagen kann, ist, jedes Watt, jedes Kilowatt, was Sie über dieses System hier produzieren, müssen Sie nicht extra und teuer bezahlen. Also ein fantastisches System, denken Sie in Ruhe drüber nach. Mobil eingesetzt, übrigens mit 19% Mehrwertsteuer, zu Hause eingesetzt mit 0% Mehrwertsteuer, aktuell noch zu haben. Denken Sie aber bitte nicht zu lange nach, weil der TV-Sonderpreis, der hält sich maximal immer die nächsten 2 Stunden ab Ausstrahlung. Also am besten, wenn Sie sich schon hier überzeugen lassen haben, und ich denke, die Argumente liegen auf der Hand, bestellen Sie die Variante mit den 2 Solarpanelen mit der Bestellnummer MW1434 und der 569 für die Anwendung zu Hause. Das ist immer das Kriterium für die 0% Mehrwertsteuer. Eine wunderbare Art der Förderung, die wir gerne mitnehmen als Verbraucher. Und darum geht es hier. Ne? Es geht nicht um Solartechnik, die wir nicht verstehen. Nein, hier geht es darum, ein Haushaltsgerät sich nach Hause zu bestellen, was genau für solche Menschen wie Sie und ich gemacht worden ist. Also ganz einfach Stecker in die Steckdose und es funktioniert. Sie müssen nichts umlöten, Sie müssen nichts irgendwie verstehen von Solartechnik. Und wie gesagt, Sie können sich hier an dieser Stelle auch darauf verlassen, dass wir auf die Top-Qualität geachtet haben. Das betrifft auch das nächste Modell einer Solaranlage, die wir Ihnen mitgebracht haben. Eine klassische Balkonsolaranlage. Und da haben wir ja auch schon eine kleine Evolution mitgemacht, eine kleine große Evolution. Wir haben mittlerweile Balkonsolaranlagen, die auch Strom speichern können. Das ist natürlich jetzt ideal, wenn wir vor allem auch über die Wintermonate jetzt sprechen. Sie haben schon gehört, das lohnt sich auch dann.
Aber wir sprechen bitte nicht nur über die nächsten Monate. Das ist eine Investition, einmal angebracht, einmal Stecker rein. Dann wollen Sie die nächsten Jahre davon profitieren. Also so weit müssen Sie diese Investition denken, dass Sie hier nicht für jetzt mal eben aus einer Laune heraus, aus der Lameng heraus bestellen, sondern wirklich ein gewinnbringendes Gerät, eine gewinnbringende Solaranlage, an der ich mich doch jedes Jahr aufs Neue erfreuen werde. Spätestens, ja, wenn ich die Abrechnung vom Stromanbieter bekomme. Ich bin so weit von Köln weg, dass ich aus der Lameng schon lange nicht mehr gehört habe. Aber das trifft wirklich zu. Da gehen wir doch bitte mal zu System Nummer 2 rüber. Ein klassisches Balkonsolarsystem, wie Rebecca richtig sagte. Ein System übrigens, für das sich so oder so ähnlich mittlerweile schon über 700.000 Menschen in Deutschland entschieden haben. Also irgendwas wird da wohl dran sein, ja, wenn es mal 3 oder 4 gewesen wäre. Ich gesagt, naja, seien Sie vorsichtig. Aber bei so einer großen Menge an Balkonsolarsystemen, die mittlerweile vielleicht auch bei Ihnen in der Nachbarschaft an den Balkongeländern, grundsätzlich an den Häusern, an den Wohnungen zu finden ist, glaube ich, kann man schon absehen, dass das offensichtlich zu funktionieren scheint. Und Sie bekommen von uns natürlich die Top-Qualität, die Sie sich als Kunde wünschen möchten. Sowohl bei den Solarpanels als auch beim entsprechenden Stromspeicher, genauso wie bei dem sogenannten Inverter. Und wir sagen nicht ohne Grund, es ist ein Rundum-Sorglos-Set, denn Sie bekommen das komplette Paket, alles, was Sie brauchen, zur Inbetriebnahme Ihres eigenen Balkonsolarsystems in einem Paket bis direkt vor die Haustür. Übrigens ohne Versandkosten und auch ohne Speditionskosten. Normalerweise sind solche Solarpanel aufgrund ihrer Größe Speditionsware, die an anderer Stelle gerne noch mal extra berechnet wird. Bei uns ist das nicht der Fall. 2 Industriequalitätspanels mit jeweils 440 Watt. Da ist die Ausbeute nach oben hin noch mal etwas größer konzipiert. 2 Stück davon macht deutlich über 800 Watt. Und ich denke, Sie werden es ein Stück weit verfolgt haben in der Presse, vielleicht im Fernsehen oder auch in der Zeitung, dass natürlich gerade aktuell von einem Balkonsolarsystem seitens des Gesetzgebers in einem sogenannten vereinfachten Anmeldeverfahren bis zu 800 Watt pro Stunde in das Stromnetzwerk eingespeist werden darf. Vereinfachtes Anmeldeverfahren bedeutet, Sie schreiben eine kurze Nachricht an die Bundesnetzagentur. Die E-Mail finden Sie bei Google, wird aber auch sicherlich in den Unterlagen irgendwo stehen. Guten Tag, mein Name ist Peter Müller, ich habe mir ein Balkonsolarsystem gekauft. Herzlichst, Ihr Peter Müller. Bombs, das reicht eigentlich, das ist ein vereinfachtes Anmeldeverfahren. Bei der ganzen Bürokratie in unserem Land ist das nur etwas, was man nur wirklich relativ schnell erledigen kann. Das würde man sich an anderer Stelle wahrscheinlich auch wünschen. Und dann kann es losgehen. Dann nehmen Sie die beiden Panels, befestigen die und eine vernünftige Halterung für ein Balkongeländer oder für einen Gartenzaun werden wir gleich auch noch kennenlernen. Und dann stecken Sie die Panels in den Akkuspeicher hinein, vom Akkuspeicher in den Inverter. Und dann folgt noch der letzte Schritt, und das traue ich Ihnen ehrlich gesagt blindlings zu, über den sogenannten Schuko-Stecker einfach nur in die nächstbeste Steckdose. Das heißt, da, wo also sonst Strom rauskommt, fließt jetzt Ihr Strom rein. Das heißt, eine Steckdose bei Ihnen auf dem Balkon, da wo normalerweise der Tischgrill oder was angeschlossen wird, da stecken Sie jetzt Ihr Balkonsolarsystem rein und Bombs fließen hier in der Spitze bis zu 800 Watt an Strom. Jetzt haben wir nur ein kleines Problem bei der ganzen Geschichte. 800 Watt Strom sind eine ganze Menge. Ja, so, und gerade jetzt im Winter, wann brauchen wir den meisten Strom, Diana? Abends. Natürlich, wenn nach Hause kommen, natürlich. Weil jetzt ist es dunkel, es ist kalt. Dann machen wir natürlich Licht an, dann müssen wir Wasserkocher anmachen, wahrscheinlich kochen wir was, spielen, Fernseher schauen. Ja. Dann, ich glaube, diese Menge kommt am Abend. Ja, das heißt, tagsüber ist man vielleicht mitunter unterwegs, braucht gar nicht unbedingt 800 Watt an Strom. Und das, was man eben produziert, aber nicht verbraucht in dem Moment, würde quasi im Nirvana der Stromleitungen verschwinden. Ich persönlich behaupte, das wäre Verschwendung. Mhm. Wenn Sie den Strom dann abends natürlich wieder teuer zukaufen müssen, macht das überhaupt keinen Sinn. Insofern ist es nachvollziehbar, dass unsere Kunden darüber nachdenken, sich ein System anzuschaffen, was einfach den Strom, den sie produzieren, aber den sie nicht gleich verbrauchen, zwischenspeichert, um Ihnen den Strom dann über den Akkuspeicher zur Verfügung zu stellen, wenn die meisten Photovoltaiksysteme, realistisch betrachtet alle Photovoltaiksysteme, einfach nicht mehr funktionieren. Und das ist dann, wenn es dunkel geworden ist. Und genau dann, wie Diana richtig sagt, brauchen wir den meisten Strom für Licht, für das, was wir an Entertainment haben. Gerade im Winter halten wir uns dann doch eher mal gerne drinnen auf in unserer Wohnung. Das ist die gemütliche Jahreszeit. Im Sommer geht es abends mal raus in den Biergarten oder mal rund um den See. Aber im Winter sind wir zu Hause und genau da können wir den Strom aus dem Speicher gebrauchen. Übrigens, über 6000 Ladezyklen hat der Speicher mal quergerechnet. Jeden Tag einmal auf 0 runtergeladen und auf 100% wieder hochgeladen. Hält so ein Akkuspeicher laut Angaben des Herstellers rund 16 Jahre.
Ja, Sie werden verstehen, dass wir das in Echtzeit noch nicht ausprobieren konnten. Die Panels entsprechende Industriequalität, TÜV-geprüfte Industriequalität, also wirklich ein System vom allerfeinsten und das heute zu einem TV-Sonderpreis, den uns so schnell keiner nachmacht. Ja, und das wollen wir uns nochmal genauer anschauen mit einem kleinen Seitenblick auf die Webseite von Pearl.de. Da sehen Sie, 1.600 € ist der Preis normalerweise und Ihr Preis liegt da deutlich drunter mit nur 1.349,99 €. Und Sie sehen es hier auch, versandkostenfreie Lieferung. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich eigentlich für so große Solarpaneele, die Sie da nach Hause bekommen, 2 Stück sogar. Also das ist schon auch eine wirklich sehr praktische Angelegenheit, dass Sie sich darum keine Gedanken machen müssen, wie und vor allem wie teuer das nach Hause kommt. Das streichen wir hier als Posten, also nur die Anschaffungskosten. Und dann müssen Sie die Anschaffungskosten eigentlich sowieso in Relation dazu betrachten, dass diese Anlage Ihnen auch viele Kosten im Laufe der Zeit ersparen wird. Wir haben auch hier wieder an all diejenigen gedacht, die vielleicht sich geärgert haben. Oh, jetzt habe ich so clever schon zugeschlagen bei der Balkonsolaranlage, aber habe noch keinen Akkuspeicher. Kann ich da was machen? Ja, natürlich. Ja, also wenn Sie schon ein Balkonsolarsystem haben und bis hierhin durchgehalten haben, vielen Dank. Aber jetzt kommt eigentlich genau das, auf was Sie spekuliert haben. Denn viele haben ein Balkonsolarsystem, egal ob von uns oder von anderer Stelle, installiert und haben vielleicht also auch das ganze Ding online gestellt, dass man mal auf einer App jederzeit mal gucken kann, wie viel Strom wird denn da eigentlich produziert und wie viel Strom wird gerade in mein Stromnetzwerk eingespeist. Und haben viele dann eben feststellen müssen, bis zu 800 Watt sind eine ganze Menge an Strom, die da produziert wird, aber nicht alles davon wird verbraucht. Das heißt, es ist quasi verschwendeter Strom, der da produziert wird. Den könnte man sicherlich an anderer Stelle besser gebrauchen. Und deswegen möchten Sie vielleicht dann doch ganz gerne mal mit einer Akkulösung nachrüsten, um ganz einfach den gewonnenen Strom, den Sie nicht verbrauchen, dann später in den Abendstunden zur Verfügung zu haben. So einen Akkuspeicher haben wir hier. Ein universeller Plug-and-Play-Akkuspeicher. Plug-and-Play kennt man eigentlich eher aus dem Computerbereich. Das besagt, dass Sie es ganz einfach zwischenstecken können. Da muss kein Treiber her oder irgendein anderer Aufwand betrieben werden. Einfach nur von den Solarpanelen werden die Stecksysteme, quasi die Kabel, in den Akkuspeicher gesteckt. Und von dort aus geht es weiter über den Inverter in das eigentliche Stromnetz. Ein fantastischer Akku mit über 2 Kilowattstunden an Speicherkapazität, 2,1 Kilowattstunden insgesamt, extra zyklenfest, 6000 Ladezyklen garantiert Ihnen auch hier eine Lebensdauer von etwas mehr als 16 Jahren. Einzige Voraussetzung bitte, die Ihr Balkonsolarkraftwerk zu Hause erfüllen sollte, und da reden wir von den klassischen 600, 800 Watt Balkonsolarsystemen, also den etwas größeren Systemen. Sie sollten bitte einen Inverter haben, der 2 Laderegel hat. So sehen die ungefähr aus. An unserem ist einer rechts, einer links, das heißt ein Panel von den beiden auf die rechte Seite, das andere Panel auf die linke Seite, und dann ist das Ganze auch schon wieder durch. Wenn das bei Ihnen so oder so ähnlich aussieht, können Sie diesen Akkuspeicher mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nachrüsten. Und auch den gibt es heute zu einem unfassbar günstigen Preis. Also doppelt gute Nachrichten hier. Sie können den Akkuspeicher nachrüsten und Sie können den Akkuspeicher super günstig nachrüsten. 900 € zahlen alle anderen Pearl-Kunden. Sie bezahlen aber nur 729,99 €. Und auch hier kommt dieser Akkuspeicher zum Nachrüsten versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause mit der folgenden Bestellnummer MW1255 und der 569. Und wenn Sie jetzt gerade an dieser Stelle zu Ihrer Solaranlage gegriffen haben, vielleicht sogar schon die zweite Solaranlage, hören wir auch immer häufiger, dann werden Sie natürlich auch schon daran gedacht haben, wie Sie die idealerweise anbringen. Jetzt ist der Name nun mal Balkon-Solaranlage. Wäre ja schön, wenn ich das da auch anbringen kann, wenn ich die Fläche habe. Wie mache ich das am besten? Mit der passenden Halterung. Bevor Sie es lange auf die Suche gehen, bestellen Sie sich die am besten doch gleich noch bei uns mit dazu. Auch das eine stabile Halterung, speziell für Balkongeländer oder auch für das ein oder andere, für den ein oder anderen Gartenzaun. Lassen sich ganz einfach im unteren Teil mit einer Schiene fixieren. Von oben kommt ein kleiner Haken über den Handlauf drüber. Das Ganze wird vernünftig verschraubt. Selbst die Schrauben sind mit dem Set enthalten. Und dann hält das ganze System hier Windgeschwindigkeiten von rund 35 Meter pro Sekunde aus. Und das ist schlicht und ergreifend Orkanstärke. Das ist eher bei uns in Deutschland eine Seltenheit. Bitte auch das, Aluminium und Stahl in der Konstruktion. Das heißt, hier sind wir ebenfalls verwindungssteif und vor allem korrosionsbeständig. Einmal vernünftig angebracht, werden Sie über viele, viele Jahre Ruhe haben und jeden Tag aufs Neue richtig ordentlich Geld sparen. Ganz gleich, wo der Strompreis irgendwann mal landen wird. Oh, so macht das Spaß, Strom zu verbrauchen, wenn ich weiß, ich habe meinen eigenen Strom produziert und ich muss den nicht teuer bezahlen. Die Balkongeländer und Zaunhalterung bestellen Sie übrigens ganz einfach mit der folgenden Artikelnummer
Nummer mit MW 1334 und die 569. Also Sie sehen, mittlerweile sind wir sehr fortschrittlich unterwegs. Solaranlagen muss man jetzt nicht mehr ganz, ganz groß denken, wenn man große Flächen an Acker besitzt, sondern es geht auch für uns normalen Verbraucher. Das sind mittlerweile Haushaltsgeräte, die sind angekommen in den deutschen Haushalten. Jetzt liegt es an Ihnen, auch mit dabei zu sein mit der passenden Solaranlage für Sie. Da war mit Sicherheit das Richtige dabei. Also wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Aufbau.